Metal-Freunde! Was geht ab? Hier ist wieder euer Clowny mit Clownys Clownswelt. Und was ist eigentlich aus der Rebellion geworden? Im Rock? Im Metal? Was ist aus diesem Ablehnen der Obrigkeit geworden? Aus der Selbstverwirklichung, des erhobenen Mittelfingers gegenüber Autoritäten, gegenüber der Polizei, gegenüber Leuten, die einem was vorschreiben, um Rage Against the Machine zu zitieren. You, I won't do what you told me. Was ist daraus eigentlich geworden? Ein Haufen Lächerlichkeit, um ehrlich zu sein. Ich meine, am Beispiel des dunklen Parabelritters kann man ja zum Teil sehen, wohin ein Metal-YouTuber sich entwickeln kann, in Richtung eines linkspolitisch eingefärbten Politikkommentators, was auch gar nicht schlimm ist. Das ist sein Weg, den er gehen möchte und das toleriere ich. Jedoch ist mir vollkommen klar, dass die Leute, die ihn damals abonniert haben, ihn wegen der Musik abonniert haben und nicht wegen Videos gegen die AfD und Co. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass der dunkle Parabelritter damit symptomatisch für die gesamte Entwicklung innerhalb der Metal-Szene steht, muss ich doch selbst auch einfach mal anmerken an dem, was man liest, was man immer wieder in Profilbildern von gewissen Leuten sieht. Der linkspolitische Einschlag ist nicht von der Hand zu weisen. Egal, wie autoritär auch diese linkspolitischen Kräfte nun werden mögen. Man framet sich als Rebell, indem man genau das tut, was die Regierung will. Und dafür haben wir jetzt ein zeitaktuelles Beispiel bekommen. Ich lese aus der JF. Musiker knickt nach Shitstorm ein. Erst lautstark gegen eine Bratwurstpflicht, dann kleinlaut zurückrudern. Die Subkultur des Heavy Metal mit ihren unterschiedlichen Genres propagiert gern die szeneninternen Zusammenhalt. Da ist von der großen Familie die Rede, die unangepasst und freiheitslieb sei. Wie in allen Familien gibt es aber auch bestimmte Regeln, an die man sich zu halten hat. So werden gern Feindbilder gepflegt, seien es konservative Politiker, die Polizei oder sonstige Obrigkeiten. Und wehe dem, der gegen die ungeschriebenen Gesetze verstößt. Das durfte nun ein deutsches Szene-Urgestein am eigenen Leib erfahren. Am Wochenende machte der Sänger und Gitarrist der Hamburger Heavy-Metal-Band Halloween, Kai Hansen, seinem Ärger über eine mögliche Bratwurstpflicht und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, Luft. Die Vehemenz, mit der Herr Lauterbach die Unabdingbarkeit der Bratwurstpflicht propagiert, ohne im geringsten auf die Risiken und laut Herrn Hansen erwiesenen Todesfälle durch die Bratwurst einzugehen, legt den Verdacht nahe, dass der Mann entweder völlig wahnsinnig in seiner eigenen Welt gefangen oder so unabdingbar von der Pharmaindustrie verpflichtet wurde, dass er entscheiden muss zwischen totalen Untergang in die Nichtigkeit oder dem Endsieg mit allen Mitteln. Das ist natürlich erstmal ein krasses Statement, wenn ich das so lese. Muss man sich erstmal trauen. Gegen Bratwurstpflicht und auf Weidelseite. Das ist zu viel. Ungeachtet der auch von Medizinern und Juristen diskutierten Aspekte einer möglichen Bratwurstpflicht, war der Ort der Kritik das eigentliche Sakrileg für die Fans der harten Klänge. Denn, dass Hansen seinen Beitrag unter einem Beitrag von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel postete, war zu viel. Auf allen großen Szene-Plattformen wie Rockhard und Metalhammer sorgte neben der Kritik an Gesundheitsminister Lauterbach vor allem der Umstand, dass es unter einem Weidel-Beitrag war, für helle Empörung. Komisch eigentlich, ne? Normalerweise sollte man ja als freiheitsliebende Menschen den Leuten ja auch die Freiheit lassen zu entscheiden, unter wessen Beiträgen sie was kommentieren, aber da ist anscheinend das Freiheitsverständnis der ach so rebellischen Metal-Szene anscheinend eingeschränkt, fürchte ich. Ich lese mal weiter. Zur Einordnung der Personalie muss man wissen, dass Hansen neben Halloween auch mit seinen anderen Bands Gamma Ray und Iron Savior seit Mitte über 30 Jahren knapp 20 Alben veröffentlichte und mit zahlreichen Gastauftritten ein musikalischer Tausendsasser ist. Etabliertes Szene-Urgestein. Hinweise auf Meinungsfreiheit verhallen. In den sozialen Medien bekannten nun Metal-Fans theatralisch nicht mehr die Musik von Hansen zu hören. Oh, das ist so stark. Andere wollten ihre bereits gekauften Halloween-Tickets loswerden. Wieder andere brachten das Thema Rauschmiss aus den Bands ins Gespräch. So erklang die "Kreuzigt ihn" Rufe durch die Kommentarspalten. Das Verhalten erinnerte bisweilen an Teenager, die enttäuscht sind, wenn ihr angehimmelter Popstar nicht so perfekt ist, wie sie es sich wünschen. Ich kann da nur hinzufügen, never meet your hero. So schreibt zum Beispiel Robert Matula. Was sagen denn seine Kollegen bei Halloween und Gamma Ray zu seinen inakzeptablen Posting? Da sollte Kai Hansen noch das ein oder andere zu hören bekommen. Wegen solcher Dummheiten sind jetzt schon etliche Musiker von ihren Kapellen vor die Tür gesetzt worden. Klarstellung ist schön und gut, aber es gibt Dinge, die man nicht zu sagen hat. Herr Hansen sollte in Zukunft nach
nachdenken, bevor er postet. Was haben wir noch? Ein Tweet? Tja, das war es dann mit Halloween. Kritik ist eine Sache und Fantasieren von Verschwörungs- und Komplotten und Endsieg sind eine andere. Zu dicht vor einer Wand zu headbangen soll ja auf Dauer nicht intelligenter machen, kommentiert da jemand den Post von Herrn Hansen. Es ist einfach unglaublich, ne? Wie 30 Jahre Karriere, ein Szene-Urgestein zu sein, vielleicht auch ein wahrer Rebell, der mal seine Meinung äußert, jemanden so an den Rand stellt, so einen Shitstorm hervorruft. Schlimm, oder? Ich meine, was ist dieses ganze Gehabe mit Rebellion und Auflehnen gegen Autoritäten eigentlich überhaupt noch wert in der heutigen Zeit? Die Szene verkommt doch an sich zu einem gutmenschlichen Haufen, der sich selbst eigene Regeln auferlegt, denen man selbst nicht widersprechen darf. Und den Leuten ist anscheinend die wertvolle Fähigkeit, was heißt wertvoll, eigentlich die normale Fähigkeit abhanden gekommen, die Person von der Musik zu trennen. Das ist mir doch komplett egal, was ein Kai Hansen denkt. Es ist mir auch komplett egal, was ein, keine Ahnung wer von irgendeiner Band denkt über Politik. Ein Kurt Cobain wäre heutzutage wahrscheinlich Antifa. Ich würde trotzdem seine Musik hören, weil sie geil ist. Mir ist es sowas von egal und es steht mir persönlich bis hier oben, wenn ich so etwas lese. Da erdreisten sich sogar noch Leute von außen zu fragen, ob das denn jetzt nicht auch mal vielleicht ein paar Konsequenzen haben könnte innerhalb der Band. Wie könne er sich nur sowas leisten? Ne? Als wäre die Meinungsfreiheit eines Menschen nur dadurch, dass er in einer Band spielt, wie zum Beispiel Herr Hansen, eingeschränkt. Als müsste sich die Band auf einen eingängigen Wertekanon geeinigt haben, den sie in der Öffentlichkeit vertreten, ihre Privatperson komplett ablegen. Muss man als öffentliche Person aufpassen, was man sagt? Ja, muss man. Aber gegen den aktuellen Regierungskurs etwas auszusetzen zu haben, kommt anscheinend in der heutigen Zeit einer Kardinalssünde nahe. Es ist lächerlich, sich dann als Rebell oder freiheitsliebend zu bezeichnen, wenn man so etwas nicht innerhalb einer Szene tolerieren kann und die Person nicht von der Musik zu trennen vermag. Einfach nur traurig. Vereinzelt wurde jedoch Verständnis für den Gitarristen geäußert. Mal vorsichtig unter Betonung, dass man sowas natürlich nicht auf einer AfD-Seite schreiben dürfte. Wehe, man stimmt den Nazis zu, schon klar. Mal grundsätzlicher Art, da es doch etwas wie Meinungsfreiheit gäbe. Aber ganz vorsichtig, nicht wahr? Während der Sturm der Entrüstung an Fahrt aufnahm, wurde dem Musiker offenbar klar, was er sich da eingebrockt hatte. Hat der Herr Hansen einfach mal seine Meinung gesagt? Wie kann er nur im besten Deutschland, das wir jemals hatten? So folgte kurze Zeit später eine ausführliche Stellungnahme. Nach der einleitenden Klarstellung, kein AfD-Anhänger zu sein, oh Gott sei Dank, Weihwasser der Erlösung fließe über mein Haupt, folgte das Bedauern, seine Aussagen nicht bei den Linksparteipolitikern Sarah Wagenknecht oder Gregor Gysi gepostet zu haben. Hä? Die polemische Verwendung des Begriffs Endsieg sei selbstverständlich ein grober Fehler gewesen. Hat man sich da im Ton vergriffen? Wohl möglich. Passiert das von Regierungsseite und Obrigkeitsseite die ganze Zeit? Ja. Was haben wir denn auf dem Zettel? Böhmermann beschreibt Kinder als Pestratten. Tut dies satirisch, aber wir wissen, bei linker Satire ist es so, man sagt eigentlich nur überspitzt das, was man wirklich denkt. Dann haben wir Sascha Lobo, der das nicht Verschwörungstheoretiker sein, aber das Anzweifeln des Regierungskurses als sogenannte Denkpest bezeichnet, diesen Mindstate des kritischen Hinterfragens anscheinend. Dann haben wir eine Sarah Bosetti, die die Menschen als abtrünnige Mitglieder, als sogenannte Blinddärme der Gesellschaft, die sich ja gerne selbst abspalten dürften, bezeichnet, vergreift sich damit auch immens im Ton. Und ein Herr Montgomery, der von einer Tyrannei der Ungebratwursteten redet. Eine Tyrannei, ne? Die machen ja die Regeln, wie jeder weiß. Und dann natürlich der All-Time-Classic Rainer Stinner von der sogenannten liberalen FDP, der Ungebratwurstete als gefährliche Sozialschädlinge ansieht, so schreibt er es zumindest auf Facebook. Gab es da irgendwelche personellen Konsequenzen? Mir ist darüber jetzt erstmal nicht bekannt. Solche Äußerungen sind im Mainstream okay und werden auch nicht verpönt. Auch wenn man sich da gerne mal im Ton vergreift und einen Shitstorm bekommt, wie zum Beispiel eine Frau Bosetti, die dann in ihrem Antwortvideo dasselbe nochmal härter bestätigt. So unangreifbar sehen sich die Leute an und das können sie auch, denn alles, was dem konträr geht, wie zum Beispiel von einem Kai Hansen, wird geächtet und zwar von dem eigenen Volk selbst. Das ist eine traurige Entwicklung. Senkt sich der Daumen? Fragezeichen. Ob die mit einem Augenzwinkern und Anspielung auf Verschwörungstheorien beendete Erklärung ihn wieder ins Herz der Metal-Familie führen wird, daran zweifelt der Gitarrist wohl selbst. Denn am Dienstagmorgen waren sowohl seine Stellungnahme als auch sein ursprünglicher Anti-Impfpflicht-Kommentar verschwunden. Ausradiert. Sein Ursprungsbeitrag auf der Seite von Weidel hat dem Gitarristen jedenfalls schwer geschadet. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, so. Ein Kommentar unter einer Vorsitzenden einer demokratisch gewählten Partei, ob man sie
und ihre Ideale nun mag oder nicht, schadet jemanden schwer, wenn man diesem zustimmt. Meinungsfreiheit, Kuvades, frage ich da an der Stelle. Ob ihnen das verziehen wird, hängt in den Augen der strengen Wächter der szeneinternen politischen Korrektheit wohl auch davon ab, wie seine Musikerkollegen reagieren werden und ob in den sozialen Medien der Daumen über ihn gesenkt wird. Auch in vermeintlich unangepassten Subkulturen verläuft die Freiheit der Meinung schließlich in geordneten Bahnen. Ja, und das macht mich, um das abschließend zu kommentieren, selbst ein bisschen traurig. Es macht mich einfach traurig. Was ist geworden aus der Rebellion, der Kritik an der Obrigkeit, dem drauf scheißen und einfach sagen, was man denkt, dem provozieren? Na, es gab mal einen Spruch, an den ich mich erinnern muss, und zwar: Rock hasn't lost its bark, but it has lost its bite. Und ich könnte diesem Zitat in der heutigen Zeit nicht mehr zustimmen. Ich meine, wohin soll denn Rock'n'Roll und Heavy Metal noch beißen? All die Ideale, Befreiung der Frau, sexuelle Selbstbestimmung, alternative Beziehungsmodelle wie die Kommunen auf einem Woodstock, wo jeder mit jedem mal, ne, ihr wisst schon, Entkriminalisierung von Drogen in bestimmten Bereichen, all diese Dinge sind mittlerweile Mainstream. Es ist einfach Mainstream geworden. Man hat den Kampf gegen die Konservativen gewonnen, den man damals in den 70ern, 80ern gekämpft hat. Und jetzt? Wie geht es weiter? In welche Richtung will so eine Szene noch provozieren? In welche Richtung will diese Szene noch beißen? Kann sie das überhaupt, wenn Kritik an jeglicher Art des Regierungskurses mit einem Shitstorm bedient wird und mit Rücktrittsforderungen, mit Nachrichten an die Band, die fordern, man möge ihn doch vielleicht entlassen oder so? Wo ist da der Rock? Wo ist da die sogenannte Rebellion? Man wird nicht Rock- oder Heavy-Metal-Fan, nur weil man sich irgendwie von Mama ein paar Aufnäher auf irgendeine Lederweste nähen lässt. Man ist kein richtiger Heavy-Metal- oder Rock'n'Roll-Fan, wenn die Rebellion darin besteht, gegen ohnehin schon im Mainstream unterdrückte Kräfte Virtue-Signaling in Facebook-Profilbildern mit AfD zu betreiben. Das ist nicht Rock, das ist Mainstream. Das Einzige, was diese Menschen heutzutage anscheinend noch von der Mainstream-Meinung und von dem normalen Normie unterscheidet, ist vielleicht in einzelnen Fällen die Haarlänge und der Musikgeschmack. Aber geht es in dieser Szene nicht um viel mehr? War da nicht mal was anderes? Das Gefühl, als Aussätziger mit einer anderen Meinung Gleichgesinnte gefunden zu haben, die genauso rebellisch sind? Aber was ist denn Rebellion in der heutigen Zeit? Ein Facebook-Profilbild zu ändern? 3 kleine rote Spritzen neben den Namen in die Twitter-Bio zu schreiben? 2G-Konzerte zu spielen? Ja, wo ist da die Toleranz? Wo sind da die Bands, die aufstehen und sagen, ich möchte nicht ein Konzert spielen, bei dem Menschen ausgegrenzt werden, weil sie die falsche Substanz im Körper haben? Wo sind da die großen Bands, die sagen, wir machen das nicht? Wo ist da die Rebellion? Das Geld hätte man, um das abzufedern. Aber dafür ist man sich anscheinend zu schade. Und dann äußert sich jemand wie ein Kai Hansen in diese Richtung und wird dafür mehr oder weniger gecancelt. Rücktrittsrufe werden laut. Was ist das für eine Szene? Was ist das für eine Toleranz? In meinen Augen ist das einfach nur noch traurig. Und von diesem Lifestyle, ein Rebell zu sein, ein Aussätziger, der seinesgleichen gefunden hat, die genauso unzufrieden mit dem spießigen Mainstream sind, all das hat sein Ende gefunden. Und wenn es da kein Erwachen gibt, wenn die Szene nicht untereinander wieder Toleranz lernt und sich nicht wieder lernt, vom Mainstream abzugrenzen, so wie sie damals ja auch war, was ihre Daseinsberechtigung ausgemacht hat, dann sehe ich dafür keine Hoffnung. Dann sehe ich keine Abgrenzung mehr zum Mainstream, außer der Haarlänge und dem Musikstil. In diesem Sinne, ein wenig Rebellion und dazu stehen und sich nicht zu entschuldigen, schadet nie und PC.